zu Füßen liegt uns die bedeutendste Silbermetropole Sachsens, mit ihrem Geflecht eleganter Gassen und stolzer Giebel. Hier grüßt man mit einem freundlichen Glück auf, was einst so viel bedeutete wie Glück tue die Erzgänge auf. Generationen von Bergleuten förderten aus dem sächsischen Boden metallene Schätze. Die Besiedlung dieses Landstrichs zählt zu den großen Kulturleistungen Europas. Sie erfolgte unter der Herrschaft des meißnischen Markgrafen Otto des Reichen, der den mittelalterlichen Dunkelwald für die freie Stadt am Berge roden ließ. Als vor 850 Jahren zum ersten Mal ein glitzerndes Stück Erz zwischen Mulde und Striges gefunden wurde, war bald klar, dass es sich dabei um Silber handeln musste. Es war das Initial, sich hier niederzulassen. Von überall her strömten die Bergleute und das Bergglück bescherte ihnen Wohlstand und Reichtum. Davon erzählt der Fortuna-Brunnen von Bernd Göbel. Und ich sage Ihnen ein herzliches Glück auf aus der Bergstadt Freiberg. 1986, anlässlich der 800-Jahr-Feier, verschönerte man die Bergstadt mit diesem Brunnen. Das Jubiläum wurde aufwendig vorbereitet und Freiberg schaffte es sogar in die Hauptnachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Zum 800-jährigen Jubiläum von Freiberg hat der Generalsekretär des ZK, die SED und Vorsitzende des Staatsrates, Erich Honecker, allen Bürgern der Stadt herzliche Grüße und Glückwünsche übermittelt. In dem Schreiben wird hervorgehoben, dass sich mit den grundlegenden Beschlüssen des 11. Parteitages der SED auch in Freiberg die mit der Errichtung der Arbeit an Bauernmacht begonnene gute Entwicklung fortsetzt. Weltweit bekannt sei auch die Bergakademie Freiberg als ein bedeutsames Zentrum der montanwissenschaftlichen Forschung und Lehre. Unter glühender Hitze feierte Freiberg seine großartige Stadtgründung. Aber warum verließen überhaupt so viele Menschen vor über 800 Jahren ihre alte Heimat, um sich am Fuße des dickbauchigen Donatsturms niederzulassen? Im Mittelalter gehörte Silber neben Gold zu den weltweit begehrtesten Edelmetallen. Seine hohe Nachfrage verdankte es vor allem der Münzreform von Kaiser Karl dem Großen im 8. Jahrhundert, der den Silberdenar oder Silberpfennig einführte. Das in Europa gewonnene Silber wurde seither vornehmlich vermünzt, auch das Freiberger Silber. Erfahre ich von Historiker Uwe Richter. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also es wird Silbererz gefunden, irgend so ein Klumpen, es gibt eine Initialzündung. Aber wie konnte sich denn die Kunde vom Silber so schnell verbreiten? Also ohne Internet, ohne Telefon, das war bestimmt nicht so einfach. Ja, es gibt ja die Sage, wonach Goslarer Vorleute das Silbererz hier an einem Wagengleis entdeckt haben. Ob das nun wirklich so war, dass das Goslarer Vorleute waren? Mhm. Aber es waren zumindest Leute, die etwas von ihrem Fach verstanden, die also schon mal Silbererz gesehen hatten. Und die haben das dann mitgenommen, wahrscheinlich auch nach Goslar oder in den Harzer Raum. Dort wurde das untersucht. Und die haben das natürlich erkannt, dass dieses Silber wahrscheinlich noch reicher war als das, was im Harz gefördert worden ist. Und Jahre später kamen dann die ersten Bergleute her? Ja, aber nicht so viele Jahre. Also eigentlich nur 2-3 Jahre später ist das spätestens passiert. Ja, und man strömte dann regelrecht her, ja. Kann man das sagen? Man strömte. Es gab, wie man das so schön sagt, ein Berggeschrei. Und die Bergleute sind nicht nur aus dem Harz gekommen, sondern eigentlich aus allen mitteleuropäischen Bergbaugebieten. Also in 20 Jahren ist im Prinzip die Stadt, so wie sie heute als die Altstadt, entstanden. Also mit 5 Pfarrkirchen. Also bis um 1200 gab es schon 5 Pfarrkirchen. Und schon um 1225 ist hier ein Rat gegründet worden. Das ist für Sachsen auch sehr, sehr früh. Der nächste Rat ist meines Wissens so um 1270 in Leipzig entstanden. Also Freiberg ist dort von der Entwicklungsstufe her zu vergleichen mit Städten in Süddeutschland oder in Westdeutschland, die natürlich eine viel ältere Vorgeschichte haben. Freiberg ist bis zum 15. Jahrhundert die größte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt in der Markgrafschaft Meißen. Dem trägt auch die Kurie Rechnung. Unter Papst Sixtus IV. Erhält die spätgotische Marienkirche 1480 den Rang eines Domes, wenngleich Freiberg nie Bischofssitz war. Das Gotteshaus zählt zu den bedeutendsten spätgotischen Hallenkirchen und erstaunt mit 2 nebeneinander stehenden Kanzeln. Die Tulpenkanzel als Festtagskanzel, die Bergmannskanzel für die tägliche Andacht. Zu jener Zeit plagt den Dom ein großer Mangel.
Es heißt, die alte Domorgel würde heulen, weshalb man sich um 1710 dazu entschließt, Gottfried Silbermann mit dem Bau einer neuen Orgel zu beauftragen. In nur 4 Jahren schafft Silbermann dieses Meisterinstrument. Mit 2674 klingenden Pfeifen, 44 Registern und 3 Manualen. Wie Zeitzeugen berichten, habe er detailversessen so lange an einer Pfeife gelötet und geschliffen, bis der Ton stimmte. Am Schlossplatz in seiner Werkstatt schöpfte er den perfekten Klang. In den Werkstatträumen von damals fertigen nun junge Musikanten Orgelpfeifen unter Anleitung von Christine Schmidt-Köpf. Die Herausforderung ist wie bei jedem Orgelbauer die totale Akkuresse, dass es genau ist. Denn sobald eine Lücke ist, sobald irgendwo was durchpfeift, funktioniert es nicht mehr. Und das ist der ganze Witz am Orgelbau, dass es eben genau sein muss. Und ich kann es immer nur betonen, dass ein Gottfried Silbermann deswegen heute noch 300 Jahre alte Orgeln hat, die funktionieren, weil der eben so ein ganz, ganz genauer Orgelbauer war. Theresas hölzerne Pfeife ist exakt verleimt. Damit das Instrument auch einen Ton abgibt, braucht es Luft im Windkanal. Theresa, du darfst mal treten. Dann brauchen wir ein Register. Und dann brauchen wir unsere Organistin, die die Tasten drückt und spielt. Da hört sich's anders an. Du musst weiter treten, sonst ist der Wind weg und dann ist der Ton weg. Los geht's. Ohne Kalkant und Registrant kein Orgelspiel. Im Auftrag der Silbermann-Gesellschaft baute der Dresdner Orgelbauer Wegscheider dieses anschauliche Modell. Mit den Kindern hölzerne Orgelpfeifen zu bauen, das regte die neue Chefin der Silbermann-Gesellschaft, Christine Schmidt-Köpf, an. Besonders inspiriert das stimmungsvolle Ambiente in der nachempfundenen Silbermann-Werkstatt. Und schließlich und endlich geht man in die Kirche zur eigentlichen Orgel. Und plötzlich hat man dieses Instrument, das sonst immer so weit weg ist, direkt vor sich. Hat eine Ahnung bekommen, wie funktioniert das Instrument eigentlich. Während dem Basteln wird ja erzählt und gesprochen. Und dann das große, tolle Instrument, das den ganzen Kirchenraum erfüllt. Das ist für Kinder natürlich was ganz, ganz Tolles. In enger Nachbarschaft zum Dom liegt das Stadtmuseum mit seinem hohen, gestuften Giebel. Dieses spätgotische Haus selbst wirkt auf mich schon wie ein Kunstwerk. Wie ich erfahre, speisten unter dem Kreuzgewölbe früher die Mönche vom benachbarten Dom. Nun zeigen die Räume Bildwerke mit abendländischen Szenen vom Leidensweg Christi. Tafeln dieses Passionsaltars stammen aus der Zeit um 1490. Ich hätte im Stadtmuseum so beeindruckende spätgotische Sakralkunst nicht vermutet. Aber in Freiberg arbeiteten in jener Zeit bedeutende Bildschnitzer. Die Haupttreppe führt zu den Großporträtbildern aus der Hand von Lukas Cranach dem Jüngeren. Er malte Kurfürst August von Sachsen und dessen Gemahlin Anna, deren Wirken eng mit Freiberg und dem Silberbergbau verbunden war. Der Freiberger Altertumsverein hütet die Schätze. Wie das allmorgendliche Ritual im Museum abläuft, demonstriert uns Museumsleiterin Andrea Riedl. Das Prozedere ist eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren so, weil der Tresor natürlich auch Bestandteil dieses Hauses ist. Und wie das Haus jeden Tag geöffnet und geschlossen wird, so wird der Tresor durch eine Mitarbeiterin unseres Hauses an jedem Morgen geöffnet und an jedem Abend geschlossen. Der Schautresor bewahrt die wertvollsten Goldschmiedearbeiten Freiberger Meister auf. Kunstgegenstände aus getriebenem Silber, teilweise vergoldet. Trinkgefäße in Gestalt von Berg- und Hüttenmännern. Weil wir auch einen Blick in die Becher werfen wollen, lüftet die Museumsleiterin für uns das kunstvolle Arrangement. Manche dieser Freiberger Gefäße reisten schon nach Bochum ins Deutsche Bergbaumuseum. Wie die Gewinne der Silberausbeute wieder zurück in die Kunst flossen, wird an den Exponaten deutlich. Also die hier gezeigten Deckelhumpen sind also repräsentative Gegenstände, die sich die beiden Knappschaften, die Bergknappschaft und die Hüttenknappschaft, nach dem Jahr 1680 fertigen lassen haben.
von einem Meister hier aus Freiberg. Und es sind repräsentative Gegenstände der Knappschaften, die natürlich nicht zum alltäglichen Gebrauch befunden wurden, sondern zu Knappschaftstagen, zu Umtrunken, so will ich das mal nennen. Und hier im Tresor sind eigentlich die schönsten und wertvollsten Stücke des Ausstellungsbereiches Meisterwerke der bergbaulichen Kunst zu sehen. Der Schnee ist in die Bergstadt noch einmal zurückgekehrt, Ende März. Aber auf diese Weise erhalten wir eine Vorstellung, wie strenge Winter sich früher auch auf den Bergbau auswirkten, wenn die Antriebsgewässer zugefroren waren. Aber wir haben Glück, die Eisschicht lässt sich brechen. Friedrich Schade und die Männer vom Freibergsdorfer Hammerverein können ihre bergmännische Schmiede mit dem 4 Meter hohen Wasserrad in Gang setzen. Der Freibergsdorfer Hammer ist eine über 400 Jahre alte Schmiede. Sie ist im Prinzip der letzte Zeitzeuge der Schmiedetechnik aus der Bergbaugeschichte Freibergs. Und hier drin arbeitet eine Schwanzhammeranlage, die stellt im Prinzip den ersten Maschinenhammer dar, den die Menschen sich haben einfallen lassen. Mithilfe des Wasserrades angetrieben kann man also hier Hämmer mit Gewichten bewegen, die mit Muskelkraft gar nicht zu bewältigen sind. Geschmiedet wurden hier Teile für den Bergbau, also Werkzeuge für den Bergbau natürlich, dann für die umliegende Landwirtschaft, Gerätschaften, Ackerbaugeräte und dergleichen und auch für die Gewerke der Stadt Freiberg sind hier Werkzeuge und Teile geschmiedet worden. Bis 1974 lief der Hammer. Dann wurden die 7 Tonnen schweren Eichenholzwellen rekonstruiert und das Denkmal einem Verein übergeben, weshalb Besucher eine Besichtigung anmelden sollten. Beim Pfingst- und Weihnachtsschmieden kann man dann auch die Freiberger Bergsänger hören. Auf Steiger, auf Eier, auf ihr Knecht, Scheit und Pavillon, singt ihm zum Recht. Ihr Burschen all, singt all zum Ball, mit großem Schall, dass es fröhlich erklinge. Das ist fröhlich erklingend. Freiberg ist ein sehr schöne Bergstadt, die Gott auch wohl geziert hat. Mit gutem Erz, Blitz und Bescherz, gibt doch gut Herz zu hoffen viel aus Beute. Zu hoffen viel aus Beute. Glück auf, noch rufen wir das Land in dir des Berges Ziel. Noch Glück bestehen, nicht untergehen, dass man kann sehen, aus Beut von allen Zeichen. Aus Beut von allen Zeichen. Am Stadtring erhebt sich das mächtige Freiberger Schloss. Schon der Stadtgründer Otto der Reiche ließ hier eine Burg als Verwaltungssitz erbauen und begründete diesen Schauplatz epochaler Geschichte. Wenngleich spätere Herrscher ihre Residenz nach Dresden verlegten und es still um Schloss Freudenstein wurde, die Freiberger glaubten immer daran, dass ihr Schloss irgendwann wieder in den Mittelpunkt rücken würde. So geschah es 2008, als eine Schweizer Millionärin dem Schloss Freudenstein ihre kostbare Mineraliensammlung anvertraute. Licht- und Spiegeleffekte unterstützen die Wirkung der Minerale in ihrer enormen Vielfalt von Formen und Farben, erläutert mir die Sammlungsleiterin Anna Dziewiecki. Der Betrachter vor den Vitrinen verharrt staunend. Ein Gefühl großer Ehrfurcht stellt sich ein. Man fühlt sich als Teil einer einzigartigen Naturlandschaft, erstreckt über 5 Kontinente. Es sind Minerale aus aller Welt. War das Ihr Ansatz, dass es eine Reise durch die Welt der Minerale im wahrsten Sinne ist? Also die Ausstellung Terra Mineralia bildet die Sammlung unserer Stifterin, Dr. Erika Pohl-Strüher,
genauso wieder, wie die Sammlung auch zusammengesetzt worden ist. Sie hat sich nicht auf eine ganz bestimmte Region fokussiert oder hat Regionen ausgeschlossen, sondern das wichtigste Sammelkriterium war die Ästhetik der Minerale, die Schönheit bzw. der Schauwert. Und innerhalb von 60 Jahren ist es Dr. Erika Pohlstrüher gelungen, eine der wertvollsten privaten Mineraliensammlungen der Welt zusammenzutragen. Beispielsweise mit Stücken, deren Gestalt uns an eine funkelnde Schaumkrone erinnert. Aber erst recht geben die Minerale uns Rätsel auf, wenn sie ihre Farbe ändern. Wenn aus Aschgrau plötzlich Smaragdgrün, Karminrot oder Marineblau entsteht. Vielmehr noch, wenn die Kristalle auf einmal gewölbt, gestreift oder geflammt aufleuchten. Das ist die Erscheinung der Fluoreszenz, die man in der Natur an ganz bestimmten Fischarten und auch zum Beispiel an Skorpionen erleben kann. An Mineralen sieht man diese Erscheinung erst unter der Einwirkung des UV-Lichts. Und es hängt damit zusammen, dass bestimmte Atome in der chemischen Struktur des Minerals angeregt werden durch das UV-Licht. Das UV-Licht, das ist Energie. Und diese Energie nehmen die Atome auf. Sie werden in diesen angeregten Zustand versetzt. Das dauert nur einen Sekundenbruchteil. Und dann geben sie die Energie, die sie zuvor bekommen haben, die geben sie ab. Und das ist der Moment oder das, was wir sehen, diese Erscheinung, dieses Leuchten. Das ist praktisch die Rückgabe der Energie. So könnte man das umschreiben. Der Glanz, der durch das Reflektieren der Lichtstrahlen entsteht, versetzt uns ins Träumen. Perfekt bildet die Natur sogar unsere Lieblingsspeisen ab. Melone fein geschnitten oder Spaghetti-Eis oder ein Dessert aus Kokosraspeln. Millionen Jahre brauchte es, bis diese Formen heranwuchsen. Keines der Stücke wurde von Menschenhand poliert oder geschliffen. Diese Minerale befinden sich meistens unter der Erde, praktisch unter unseren Füßen. Und wir merken nichts davon. Und auf einmal kommen diese Schätze hervor und ja, werden hier präsentiert, wie auf einer Theaterbühne. Wir merken, dass die Natur wirklich eine Künstlerin ist. Das ist einfach unglaublich, dass hier zu sehen vor uns diese großen, spektakulären Stücke, von denen wir besonders viele in der Schatzkammer haben. Und das sind einige Stücke dabei, die sind wirklich atemberaubend. Fast bescheiden nimmt sich da die einheimische Silberlocke aus der Grube Himmelfürst bei Brand-Erbisdorf aus. Silber ist auch für die Goldschmiede Gerlach und Berger ein ideales Material, denn es lässt sich gut umformen und dehnen, sodass die Silberfassung passgenau einen unförmigen Edelstein wie den Malachit aufnehmen kann. Andrea Gerlach liebt es, Arbeiten mit solch ausgefallenen, changierenden Steinen auszuführen. Sie verwendet auch Korallen und Perlen, alles Formen, die natürlich gewachsen sind. In ihrer Gründlichkeit und handwerklichen Kunstfertigkeit steht sie den alten Freiberger Meistern nicht nach. So, hier habe ich also ein paar Schmuckstücke mit traumhaft schönen Boulder-Opalen aus Australien. Eine Leidenschaft, die wir zum Glück auch mit unseren Kunden teilen. Hier haben wir einen sehr schönen Stein, strukturiert mit Grün, sehr frischem Grün. Der hier lebt von seiner blau-grünen intensiven Farbe. Er ist beidseitig zu tragen, ist auf beiden Seiten sehr schön gemasert. Hier haben wir einen, der hat
Rot mit drin, Rot, ein Grasgrün, Gelb. Und hier haben wir ein sehr schönes Stück. Das ist ein Stein gewesen, der wie eine Nuss aufgeschlagen worden ist. Davon gibt es zwei Stück. Und was hier einzigartig ist, er wird durchzogen von einer klaren, durchsichtigen Linie und macht dieses Schmuckstück besonders interessant. Auch für die Ausstellung der Terra Mineralia gestaltete die Goldschmiedemeisterin Schmuckstücke, die sich würdig in die große Schau der Superlative einreihen. Wir haben halt unsere eigene Handschrift und wenn Kunden mit eigenen Schmuckstücken kommen, dann sehe ich auch sofort, dass das ein Teil aus unserem Hause ist. Wir überfliegen den Förderturm der reichen Zeche. Das Freiberger Erzrevier zählte mit seinen 1100 Erzgängen zu den gangmächtigsten in Europa. Die Gruben waren ertragreich. 5000 Tonnen Silber lieferten sie, daneben auch Blei, Zink und Cadmium. Bis auf eine Tiefe von 800 Metern fuhren die Bergleute ein, berichtet mir Grubenleiter Frank Reuter. Erst als 1873 der Silbertaler von der Goldmünze verdrängt wurde, kriselte der Freiberger Bergbau, bis er 1913 eingestellt wurde. Nun kommen Studenten und Akademiker ins Bergwerk. 1919 eröffnete man hier das Untertage-Lehrbergwerk der Bergakademie. Die stillgelegten Stollen bieten bis heute ideale Forschungsbedingungen. So, und jetzt gehen wir in die Sprengkammer. Hier ist auch schon der Dr. Keller. Und hier werden wir heute mal mit Ihnen einen neuen Werkstoff herstellen. Sprengkammer. Also ich habe gelernt, dass eine Universität ein eigenes Bergwerk betreibt, ist ja schon was Besonderes und Einzigartiges in Europa, richtig? Das ist richtig, aber ich sag mal, dass wir zum Beispiel noch die Berechtigung haben, solche speziellen Arbeiten durchzuführen, das setzt dann dem Ganzen noch den Hut auf. Was sind das für Experimente, die Sie hier in der Sprengkammer machen? Ja, und zwar nutzen wir die Sprengkraft von hochexplosivem Sprengstoff, um derartig hohe Drücke zu erzeugen, um Materialien umzuwandeln. Und zwar setzen wir die unter hohen Druck und auch hohe Temperatur. Und dabei wandelt sich das so um, dass wir neue Eigenschaften, also neue Materialien mit neuen Eigenschaften, mit verbesserten Eigenschaften herstellen. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer der Diamant. Ich kann also aus dem Graphit Bleistiftminen unter hohen Druck und Temperaturen Diamant machen, der natürlich viel härter ist und viel bessere Eigenschaften hat. Und warum muss man da in ein Bergwerk gehen? Das könnte man doch auch über Tage machen, oder? Das ist richtig, das kann ich natürlich machen, aber hier unten ist es relativ einfach, dadurch, dass wir schon mit Sprengstoff umgehen dürfen und können, vereinfacht das einfach viele Schritte. Ja, das zeige ich Ihnen am besten gleich mal hier vor Ort. Aha. Und zwar haben wir hier unseren Versuchsaufbau. Das ist alles? Das ist alles, ja. Und zwar in der kleinen Stahlplatte ist die Probe drinne und Dann haben wir oben drüber in den Plastikrohren den Sprengstoff. Und der Herr Reuter hat jetzt schon den Zünder reingesteckt. Das ist jetzt ungefähr ein halbes Kilogramm. Ein halbes Kilogramm, ist ja auch schon recht viel, ja. Und dann müssen wir schon aus dem Weg gehen. Definitiv. So, Herr Reuter, fertig? Gut, dann gehen wir jetzt. Zündung! Die Sprengung ist geglückt. Über den neuen Werkstoff allerdings herrscht Stillschweigen. Wir werfen noch einen Blick auf die Arbeit der Bohrtechniker. In aller Munde ist die Frage, ob wohl ein neues Kapitel in der sächsischen Bergbaugeschichte aufgeschlagen wird. Die Industrie hungert nach Lithium oder Wolframit. Auf der reichen Zeche jedenfalls ist man vorbereitet. Jedes Jahr werden Studenten auch praktisch ausgebildet. Die angehenden Bergleute haben sich mit großem Verantwortungsbewusstsein diesem Beruf verschrieben, betont Diplom-Ingenieur Frank Reuter. Oft wird der Bergbau heutzutage nur noch mit Dreck und gefährlich und unschön verbunden, aber am Anfang steht das Bergwerk oder der Bergbau. Sie brauchen, egal zu welcher Zeit, immer Rohstoffe. Das fängt früh bei Ihnen an zu Hause. Wenn Sie ein Ei essen, nehmen Sie es als Beispiel, Sie hätten kein Salz und Sie hätten auch kein Metall für einen Löffel. Das heißt, es ist die Grundvoraussetzung für unsere Zivilisation, dass wir Bergbau treiben. Diese Musik reißt einfach mit. Sie führt uns zurück in die wilden 50er. Seit 22 Jahren begeistern die Pink Petticoats ihr Publikum. Ronny Heidrich leitet die Probe im Freiberger Tivoli. Spannung, Spaß, Abstände einhalten, Linie einhalten.
Temperatur. Steffi, kommt noch mal zu mir. Dass ihr Spannung habt, dass ihr gerade fallt. Die Hand gehen. Okay, machen wir die Schildkröte. Fallen wir. Genau. Ja, dass ihr, genau. Dass ihr schön gerade fallt. Wie war das jetzt mit der Schildkröte? Ja, auf die Schildkröte kommt es eben gerade nicht drauf an. Also, dass die Damen ihre Spannung im Oberkörper haben und eben nicht den Kopf in ihren Panzer stecken, sondern schön gerade sind, Spannung haben, da hat es daher auch einfacher, die Dame wieder aus ihrem Fall nach oben zu bewegen. So unglaublich leicht aus und ja auch sehr schön aus. Aber ich meine, man hat es jetzt gesehen, wie du erklärt hast. Und wenn man auch mal in die Gesichter guckt, da ist ja auch ganz schön viel Arbeit mit dabei und viel Training und viel Vorbereitung. Wer choreografiert das eigentlich alles? Das entsteht ja nicht spontan. Ganz viel passiert tatsächlich aus Ideen der Tänzer. Wir hatten aber auch schon eine Choreografin vom Theater, die uns gerade bei der Spannung, bei Haltungsübungen und so weiter da sehr viel Hilfestellung gegeben hat, weil niemand von uns hat eine Ballettausbildung oder eine Tanzausbildung. Ansonsten ja, schauen wir auf Meisterschaften uns Figuren ab, basteln die auf die Musik zusammen. Und da bringt jeder seine Ideen mit. Jeden liegt auch eine Figur ganz besonders und so pappen wir das zusammen und so entsteht das im Prinzip. Ja. Für Lokführer Thilo Metzler ist das Pfeifen am Bahnsteig wie Musik im Ohr. Diese Schienen führen hoch ins Osterzgebirge. Links und rechts der Freiberger Mulde liegt eines der schönsten Wandergebiete der Umgebung. Im Komfortwagen haben die Freiberger Wanderfreunde Platz genommen. Man tauscht sich aus und bespricht die Route. Stündlich von Montag bis Freitag befördert die Freiberger Eisenbahn die Ausflügler in die Berge. Am Wochenende fährt das Bahnl alle 2 Stunden. In Rechenberg warten schon die flinken Knechte. Heute wandert man gemeinsam. Bergführer Lothar Wunderlich findet einen schönen Anstieg mit Blick zur Kirche. Wir machen rund um das Jahr regelmäßig Wanderungen. Unsere jüngsten Wanderungen, die liegen so um die 60, die ältesten über 80 und dazwischen baut sich das dann auf. Auch bei Wanderungen ins malerische Gimlitztal kann man sich den flinken Knechten anschließen. Aber mich zieht es noch einmal zurück nach Freiberg. Im Café Hartmann, gleich am Markt, versprechen die Auslagen höchsten Genuss. Und was mich besonders interessiert, auch hier gibt es Kristalle. Vielmehr noch, hier entstehen Kristalle. Eine spezielle Art von ihnen, eine zuckersüße Schöpfung als kristallines Andenken. Damit mir der Abschied aus der Bergstadt Freiberg nicht so schwer fällt, aus dieser glitzernden Welt von Silberkristallen und Edelsteinen, nehme ich mir einfach ein paar Schmuckstücke mit. Täuschend echt aussehende Edelsteine aus Marzipan. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und schicke jetzt süße Grüße nach Thüringen. Denn nächste Woche um diese Zeit wird meine Kollegin Steffi Sie begrüßen. Wir sehen uns in Sachsen in 3 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.